Kytilla, auch bekannt als der Kraken oder die Geheime, ist ein Nachkomme von Cthulhu und Edia. Sie spielt eine entscheidende Rolle in den Plänen von Cthulhu, denn sollte Cthulhu auf irgendeine Weise sterben, ist es Kytillas Aufgabe, ihn wieder ins Leben zu erwecken. Diese Tochter des Cthulhu ist unser heutiges Thema, denn ja, es dürstet uns auch nach dem Cthulhu-Mythos. Daher folgen hier auf dem Kanal auch immer weitere Mythos-Videos. Wenn ihr davon also mehr haben wollt, dann lasst das Abo da, damit wir wissen, das Richtige zu tun. Und wenn ihr das Abo da gelassen habt, dann sagt es uns in den Kommentaren. Kytilla wird von den tiefen Wesen und den Yogya bewacht und wird oft mit Rillier in Verbindung gebracht, obwohl sie ursprünglich vom Stern Xod stammt und auf die Erde kam. Hier wird sie streng bewacht. Ihre Wächter können Rückschlüsse auf ihren Aufenthaltsort geben, manche vermuten sogar Rillier selber. Zu ihren Bewachern, und das heißt, dass sie einfach nur bewacht wird vor äußerlichen Einflüssen, nicht vor ihren Ausbruch, zählen die tiefen Wesen, und diese bewohnen viele Küstengegenden, neben der wohl bekanntesten von Innsmouth, und sie sind in weiteren vielen Küstenstädten auf der ganzen Welt bekannt, denn überall dort sind Mensch-Fisch-Hybriden gesichtet worden. Sie sind also logische Wächter in einem Wasserreich, in dem Cthulhu sich aufhalten könnte. Die Yukyas geben vielleicht mehr Aufschluss über den Aufenthaltsort von Kytilla, denn Yukya ist die Bezeichnung für die Nachkommen einer Paarung zwischen einem Yuk und einem tiefen Wesen. Das daraus resultierende Wesen ähnelt äußerlich einem Menschen, ist jedoch weit davon entfernt, menschlich zu sein und weist Merkmale von Nesseltieren, Tintenfischen und Insekten auf. Obwohl der Verstand eines Yukya den normalen menschlichen Gedanken und Emotionen fremd sein sollte, besitzt er dennoch Empathie und kann diese Fähigkeit nutzen, um die emotionalen Schwächen seiner Gegner auszunutzen. Deren Schöpfer, die Yuks, sehen aus wie riesige weiße Plattwürmer und sind sehr wahrscheinlich auch außerirdischem Ursprungs. Sie können bis zu 12 Fuß oder mehr in die Länge wachsen und bis zu 4 Fuß im Durchmesser erreichen. Ihr Maul ist mit hornartigen Zähnen gefüllt und sie besitzen etwa ein halbes Dutzend Tentakeln, die bis zu 2 Fuß lang sein können. Zu den ungewöhnlichen Eigenschaften der Yuks gehört die Fähigkeit, organische Pfeile auf Menschen abzuschießen, um genetische Informationen zu übertragen. Obwohl Yuks überall existieren können, bevorzugen sie es, die meiste Zeit unter der Erdoberfläche zu graben. Gelegentlich gewähren Yuks Menschen große Reichtümer im Austausch für ihre Kooperation und regelmäßige Opfergaben. Nach dieser Beschreibung wären die Yuks eher untypische Verteidiger Kytillas, weshalb speziell die Mensch-Hybriden der Yuk-Ya-Wesen als Schützer in Frage kommen. Mensch-Hybriden schützen meist Mythos-Kreaturen, deren Wirken im menschlichen Raum stattfindet. Daher ist davon auszugehen, dass Kytilla sich zwar unter Wasser aufhält, aber durchaus Einfluss am Land ausübt. Auch das Videospiel The Thinking City greift den Cthulhu-Mythos auf und platziert sie nicht unweit von Innsmouth unter dem überschwemmten Fischerdorf Orkmund. Sie wird auch als die Geheime bezeichnet, da der Kult, der sie verehrt, alle Informationen über die Göttin verbirgt. Dies wurde am deutlichsten durch die Verunstaltung der Säulen von Gib gezeigt. Ihre Legende ist auch in der griechischen Mythologie als Skylla überliefert. In der Antike wird Skylla als Meeresungeheuer mit dem Oberkörper einer jungen Frau und einem Unterleib, der aus 6 Hunden besteht, beschrieben. Kytilla ist ein mächtiges Wesen und der jüngste Nachkommen des Cthulhu und seiner androgynen Gefährtin Edia. Edia ist die mächtige Mutter. Sie ist eine Gottheit im Cthulhu-Mythos, die die Sternenbrüt von Cthulhu auf einem Planeten im Xod-Sternensystem zur Welt brachte, nachdem sie sich mit Cthulhu gepaart hatte. Sie gebar insbesondere die Söhne von Cthulhu, Gatanotoa, Yotoktar und Zod-Omok, sowie eine Tochter, eben Kytilla. Früher war diese übrigens auch als Kumnya bekannt. Die Figur wurde übrigens von Lynn Carter entwickelt. Ursprünglich stammt Kytilla also vom Stern Xod und residiert nun auf der Erde in Ye, streng bewacht von Cthulhus Stärken. Dieser Aufenthaltsort scheint nämlich der am bestätigste.
Der Abgrund von Ye, bekannt als das Land of Ye oder einfach nur Ye, ist eine fiktive Lokalität im Pazifischen Ozean. Im Necronomicon wird das Land Ye zusammen mit mehreren anderen Orten erwähnt, an denen das ältere Zeichen verwendet werden kann, um sich vor den Schergen der großen Alten zu schützen. So steht es zumindest in Das Haus in der Curven Street. Der Abgrund von Ye ist der Ort, an dem die älteren Götter Yotokta, den Sohn von Cthulhu, gefangen hielten. Und das steht in der Kurzgeschichte Das Ding in der Grube. Wo genau sich Ye aber befindet, bleibt eine Spekulation und kein fundiertes Wissen. Cthulhas Bestimmung ist es, den großen Cthulhu wiederzuerwecken, nachdem dieser in ferner Zukunft vernichtet wurde. Als unentbehrlich für Cthulhus Pläne wird Kittila von zahllosen Yukya und tiefen Wesen eifrig bewacht. In der Kurzgeschichte Der Übergang der Tituskrähe wird sogar ein Attentatversuch auf Kittila ausgeübt. Ein Vorhaben namens Project X zielt darauf ab, Kittila mittels einer unterirdischen Atombombe zu töten. Obwohl sie dort verwundet wird und entkommen kann, zieht Cthulhus Vergeltung eine erschreckend vergrößerte Wiederholung der Ereignisse aus der Kurzgeschichte Der Ruf des Cthulhu nach sich. In ihrer Erscheinung ähnelt Kittila einem riesigen, rot-schwarz gestreiften Oktopus mit 6 Augen und kleinen Flügeln. Wie ihr Vater kann sie ihre Körperproportion nach Belieben verändern, zum Beispiel indem sie ihre Flügel vergrößert, um zu fliegen. Normalerweise mit 8 Armen, wie jeder Oktopus ausgestattet, kann sie nach Wunsch zusätzliche Arme ausfahren oder einfahren. Sie ist dafür bekannt, bis zu 12 Arme gleichzeitig zu zeigen. Jeder Arm ist mit dunstenden, rasiermesserscharfen Krallen ausgestattet, die etwa 5 cm lang sind. So wird es zumindest beschrieben im finsteren Schloss seiner Tochter. Forscher haben Cthulhu irrtümlicherweise für ein seltenes Exemplar einer bisher unentdeckten Oktopusart gehalten und sie gefangen genommen. In dem Versuch, die Art zu rekapitulieren und zu erforschen, bemühten sie sich, sie durch künstliche Selbstbefruchtung zu befruchten. Auch dies entstammt der Kurzgeschichte Im finsteren Schloss seiner Tochter. Darüber hinaus erscheint Kittila in einer humanoiden Form oder manchmal auch als Avatar und gilt als möglicherweise potenzielle Braut für Hastur selber, so geschrieben in der Halle des Gelben Königs. Ihr merkt also, Kittila ist ein Wesen, was viele Geheimnisse mit sich bringt, aber scheinbar eine wichtige Figur in Cthulhus Plänen. Und wir alle wissen, wenn die Sterne richtig stehen und das Tote erwacht, dann könnte das Ende der Menschheit anstehen. Also ist es vielleicht richtig, nicht zu tief zu graben und nicht zu viel über Cthulhu zu erfragen. Wenn ihr auf diesem Kanal dennoch mehr von dem Cthulhu-Mythos erfahren wollt, dann lasst das Abo da, bleibt bei Sinnen, verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn. Bis bald.